Nicht umsonst heißt die Messe Light and Building. Ich stehe jetzt hier gemeinsam mit Enzo Dapolito in dem Bereich Licht- und Designmanagement. Hier kann man die ganze Bandbreite an wundervollen Lichtschalterdesigns anfassen und ausprobieren. Enzo, was kannst du hier uns noch Näheres berichten? Weißt du, Simon, der Schalter oder das Bedienelement der Elektroinstallation ist längst nicht mehr nur ein Zweckgegenstand. Heute ist der Schalter oder das Bedienelement der Elektroinstallation auch ein Designgegenstand. Es muss ja zur Ästhetik, zur Stilrichtung der Wohnung oder auch zur Stilrichtung des Menschen passen. Schau mal hier zum Beispiel. Hier zeigen wir unser Schalterprogramm Decento. Das ist ein Porzellanschalterprogramm, sehr hochwertig, lässt sich sehr gut bedienen und passt wunderbar zu einer bestimmten Stilrichtung, die der Kunde haben möchte, die vielleicht auch nicht jeder hat. Und für jeden Geschmack haben wir letztendlich in unserem Schalterprogramm etwas dabei. Klingt super. Kannst du uns da vielleicht noch eine Linie zeigen? Aber sehr gerne. Wenn wir einmal rumgehen, zeige ich dir sogar meinen Lieblingsschalter. Machen wir, sofort. Und hier ist er, Simon. Das Schalterdesign Busch Akzent. Und das ist deswegen mein Lieblingsprogramm, weil, wie man sieht, hier ist die Vielfalt an Materialität und an Designkombinationen einfach gegeben. Und wenn ich von Materialität spreche, dann sind wir auch bei Echtmaterialien. Wir haben sogar Papierrahmen. Wir haben Schieferrahmen, Beton und Glas, um eine schöne und moderne Kombinationsmöglichkeit den Kunden zu schaffen, nach seinem Geschmack. Mein Lieblingsschalter ist ja der blaue. Das glaube ich dir gerne. Schau mal, was wir hier haben. Wir haben Future Linear. Future Linear ist ein sehr geradliniges, strukturiertes Programm. Sehr optisch aufgeräumt, für den Architekten sehr interessant auch. Und nicht nur, dass es optisch schön ist, sondern wir haben hier auch Materialitäten, die die Haptik auch schön darstellen lassen. Also in dem Fall dann auch matte Haptik bei Schwarzmatt und Studio Weiß Matt, und das fühlt sich einfach toll an. Fast für alle Sinne was dabei. Genau. Und was ich auf jeden Fall dir noch sagen möchte oder auf jeden Fall loswerden möchte: Wir sind besonders stolz, dass wir eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung haben, weil wir nicht nur nachhaltig in der Herstellung unserer Produkte sind, sondern wir sind im gesamten Kreislauf, im gesamten Produktionskreislauf sorgen wir auch dafür, dass Materialien wiederverwendet werden. Und das machen wir im Bereich Busch Akzent, Future Linear und Busch Balance SE als Schalterprogramm. Und da sind wir sehr stolz drauf. Super, danke Enzo vielmals. Also wir haben gelernt, die Materialien sehen nicht nur hübsch aus und sind hochwertig, sie sind zudem auch noch nachhaltig.